Leute, willkommen. Weitere Folge noch frische Marsch. So, wir fahren Gülle. Mal wieder. Ob ich das gut austauschen geht? Ja, so einigermaßen zumindest. Ja, 2 Meter zurück. Dann haben wir es schon. So. Gülle ausbringen, eine unserer Lieblingsbeschäftigung. Wir haben ja schon vor ein paar Folgen von der Biogasanlage gesprochen, die dann die Gülle nimmt und wir dann höchstens die Gerste ausbringen. Plus Klärwerk verbraucht ja noch ein bisschen was. Biogas dann halt. Aber 1 Million. Oder dann halt auch die doppelte Menge. Also 1,6 Millionen kostet dann die andere. Das sind natürlich dann Preise, wo wir auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken sollten. Ob wir das dann wirklich so machen wollen oder nicht. Oder ob wir das in dem Umfang machen wollen, ob wir das, weiß ich nicht. Problem ist in die Biogasanlage, da musst du auch ständig dran mit füttern. Also ist, ich werde nicht gesagt, das ist noch schlimmer als bei Tieren, aber da musst du ebenfalls relativ oft dran und die wieder vollkippen. Natürlich ist das da nicht so schlimm, wenn das mal leer bleibt. Wenn du natürlich da den Output haben möchtest an Strom, den Output an Strom, den müssen wir immer noch verkaufen. Ich glaube, den brauchen wir nie im Leben für alle Produktionen. Das ist eigentlich hauptsächlich die Hauptverwertung für Gärreste, also für Gülle, Silage und was sonst so abfällt, hätte ich gesagt. Das können wir da drin gut verwerten. Und müssen uns dann nachher nicht die Köpfe darüber zerbrechen, was wir machen wollen mit dem ganzen Chrom. Ohne dass sie uns dann nachher schief angucken. Weil dann dürfen wir nicht vergessen, da geht ja dann auch ein bisschen was durch. Oder wird ja dann auch ein bisschen was gebraucht. Wäre es alles so einfach, könnte jeder das machen. Das war so. Naja, wir fahren jetzt erstmal Gülle. Und dann sehen wir Gras natürlich. Hoffe natürlich, obwohl wir Mais haben wir ja relativ früh reingekriegt. Da sind wir sowieso relativ am Anfang. Da gehe ich spontan davon aus, dass das wohl klappen sollte. Mein Gott. Kommen wir bis unten? Könnte klappen. So, dann weiter geht's. Ist irgendwas verpasst? Wir kommen noch relativ weit, muss ich ja sagen. Ich habe irgendwie gerechnet, das ist sofort weg, aber ist nicht. Natürlich auch von Vorteil. Ausbringen wir jetzt 20 Kubik hatten wir ja dann. Das ist ja auch nicht verkehrt. So, ich bin immer noch sehr gespannt auf Freitag, wie das mit den Siedler aussieht. Freitag soll das kommen, 17. 17.02. Deswegen nehme ich jetzt auch alles im Vorhinein auf, dass ich da dann für euch noch mehr aufnehmen kann. Ich bin mal gespannt, also die haben ja da echt, die haben ja erst den Entwickler, den sie erfunden hat, den haben die ja übernommen, glaube ich, und dann haben die dann den alten raus und hier und da und was weiß ich nicht alles.
Dann wollten wir den nicht eigentlich wieder an den Start bringen, dass der weiterfährt. Wie leer ist denn die Lagune? Oh, 300.000, dann kann der weiterfahren, theoretisch. Ich schieb das mal eben noch trotzdem noch da rein. Stau am Güllebecken und jetzt kann ich einen Schluck trinken. Immer nicht vergessen, viel trinken. Das ist im Sommer zwar noch wichtiger als jetzt, ist aber trotzdem auch wichtig. Ja. Dann holen wir wieder Gülle vom Kuhstall. Das, was der da reingeblasen hat, hole ich mir da jetzt schon wieder raus. Sogar mehr. Der bringt ja nur 30.000 mit oder 28 oder so. Und ich rödel da jetzt richtig gut weg. Also ich muss ja sagen, ich habe jetzt ja mit der Qualität nochmal letzte Folge oder vorletzte Folge rum experimentiert. Wir bleiben jetzt auf hoher Qualität. Das sind zwar dann 18 GB oder so, um die 20 GB pro Folge, aber mein Gott, das ist nun mal jetzt so. Das bringt dann jetzt ein bisschen mehr ein und dann ist gut. Bisschen mehr Qualität, das ist immer wichtig. Besser Qualität als Quantität. Ich bin mal gespannt, Maurice will auch noch mit mir sprechen. Was er wohl heute wieder hat. Nämlich so eine Sprachnachricht von 1 Minute 6 geschickt, wo er mir eigentlich nur mitteilt, ob wir uns heute Abend treffen können. Er braucht meine Hilfe. Soweit sind wir so weit gekommen, anstatt mir einfach zu erklären, in dieser 1 Minute, was er braucht, dann hätte ich direkt ja sagen können, ja oder nein oder vielleicht. Bin mal gespannt, was er haben will. Weil viel Zeit habe ich aktuell leider nicht. Also ich habe jetzt irgendwie keinen Samstag oder keinen Sonntag richtig über. Deswegen, ich höre mir das nachher mal an. Dann urteile ich. Klingt so ein bisschen wie so bei so einem Richter. Na jo. Ich war schief. Ich will nicht. Ist ja mein Acker. Ist er wechselt eigentlich noch? 10 von 13. Jetzt brauchen wir nur noch rauf und runter fahren. Yay. IT-Probleme. Flugverkehr bei Lufthansa gestört. Schön. Also nicht schön, ich kenne das Problem. Dann läuft meistens nämlich immer gar nichts. Oder noch weniger als wenig. Warum macht der hier alles schon schöne Streifen mit? Das ist doch nicht schön.
Schöne ist ja, du kannst ja alles anlassen und dann einfach wenden. Guck mal, die Bahn ist nicht mal so schief geworden, wie ich eigentlich gedacht habe. Dann ist das ja eigentlich super. Ja, ich weiß, man könnte GPS nutzen. Ja, ich weiß, wir haben. Nee. Bei welcher Folgennummer sind wir eigentlich? Interessiert mich jetzt gerade mal im Kanal wechseln auf den neuen Kanal. Videos. Dreihundertvierundachtzig. Dreihundertvierundachtzig Folgen. Und das merkst du gar nicht mal so. Jede Woche planst du die Videos und dann ist es fertig. Das Einzige ist immer, ich muss immer weiter in meiner Dingsdatei muss ich immer weiter scrollen in meiner Word-Datei für die Titel. Habe ich eine schöne Wetterdatei, da schreibe ich mir das immer alles rein. Dann kann ich das auch irgendwann mal nachvollziehen. Und ja. So, ich will die nächsten haben. 1290 Abonnenten haben wir. Steigt auch stetig, können wir uns auch glücklich schätzen. Heute ist Mittwoch, dann ist morgen Donnerstag. Der Drescher noch ein Dreschen, der müsste ja aber auch eigentlich bald fertig sein, oder nicht? Ja, sieht ganz gut aus. Ein Stein, einen kleinen Strich noch, denke ich mal. Dann ist der wohl fertig. Echt zu weit weggefahren. Ach man. So, mal vor. Ein Problem ist ja auch, wenn wir die ganze Zeit am Fahren sind, so wie jetzt, da kann. Kommt der Transporter nicht gegen an. Also wenn wir jetzt einmal hier alle Flächen machen, so einen Rutsch weg oder so, so schnell kann der Johnny keine Gülle nach oben bringen. Weil wir bringen ja schneller aus als aus. Nicht so rund, nicht so Kacke machen. Nicht so, nee, will ich nicht. Beides mal so komische Striche drin. Ich weiß es nicht.
Naja, steckt man nicht drin. Ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann, danke. Tschüss.